In Wirklichkeit habe ich zwei Knalle gehört, einen großen und hier über den Kopf noch einen. Ich hebe den Kopf und sehe, es gab einen kleinen in der Höhe silbernen Unterboden. Also war es das zweite, auf jeden Fall das zweite Flugzeug. Das war ein geplantes Verbrechen, das nicht im vollen Umfang gelungen ist. Ja, in dem Sinne, dass sie ein Flugzeug erwartet und ein anderes abgeschossen haben, das von der Farbe her erstaunlich ähnlich war, nämlich die malaysische Boeing. Es hatte einen Schwanz. Es hatte noch einen Schwanz? Ah, aber keine Kabine mehr. Ach, so ist es. Flog ohne Piloten. Das heißt, es flog wie ein Flugzeug oder schon kopfüber? Er war raus, aber erst dann, als es einen Flügel verloren hat. Schon kopfüber. Ach, so viele neue Details. Und es hat niemand bisher gesagt. Wie war es denn? Er ist ohne Kabine herausgekommen. Als es einen Flügel verloren hat, wurde es zur Seite gezogen. Es ist hingefallen und dort explodiert. Es hat nicht geraucht und daraus sind hinten die Sessel ausgesprungen. Und die Menschen sind einfach gestürzt. Bevor es aus den Wolken herausgekommen ist, gab es einen Knall? Es gab einen Knall. Ja, einen Knall, sonst nichts. Nach einer Explosion hörte es sich also nicht an? Ein Knall? Nein, ein Knall. Der Himmel war gerade zugezogen und es ist aus den Wolken herausgekommen. Mein Kollege, mein Kamerad Arkadi Mamontov war als erster dort, am Ort des Flugzeugabsturzes. Er hat als erster Bauern aufgenommen, die Augenzeugen der Tragödie, aber eigentlich haben alle Dörfer in der Gegend gesehen, was der Boeing passiert ist. Ich habe mich in der Nähe dieses Platzes hier befunden, sah es ein wenig links von mir. Es ist von oben gestürzt, dann gab es eine Explosion dort oben. Ein grauer Kasten ist nach rechts gefallen und Splitter. Ich war schon hinter dem Hügel und das Flugzeug ist explodiert und hat angefangen zu brennen und auseinanderzufallen. Die Su-25 hat knappe 10 Minuten noch über diesem Feld gekreist, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Vielleicht hat der Pilot noch fotografiert. Die Bordnummer. Ich wiederhole nochmal. Die 299. Jagdstaffel 08. Hat jemand diese Bauern, ob die Behörden von Kiew oder der internationale Ausschuss, diese Bauern, die Augenzeugen dieses Luftkampfes, des Kampfes des Angriffsflugzeugs mit der unbewaffneten Boeing, hat jemand diese Bauern verhört? Für mich ist diese Situation das Unerklärlichste. Hat der internationale Ausschuss Interesse für die unmittelbaren Augenzeugen gezeigt? Haben Sie einen einzigen Menschen verhört? Ich habe von mindestens 6 oder 7 Leuten gehört, die das annähernde Flugzeug gesehen haben. Und sie tun so, als ob es gar keine gäbe, geschweige denn von der Objektivität, von der Art der Schäden auf dem abgestürzten Flugzeug. Aber es gibt noch viele Zeugen, und zwar viele, die absolut sicher nicht lügen. Ich war seltsamerweise von Anfang an überzeugt, dass niemand an der Wahrheit Interesse hat, an der wahren Ermittlung. Weiter frage ich meine Zuschauer, was ist aus der Flugdienstberaterin geworden? Sie heißt Anna Petrenko, die am 17. Juli über dem Territorium der Ukraine die malaysische Boeing betreut hat. Ich weiß, dass es dort eine Flugdienstberaterin gab, die ukrainische Behörden von Anfang an versteckt haben. Ihr Name wurde quasi gelöscht. Nicht einfach versteckt, sie heißt Anna Petrenko. Und ich glaube, sie ist verschwunden. Am nächsten Tag geht die Flugdienstberaterin in Urlaub, ganz offiziell. Neben Petrenko befand sich an diesem Tag dort in der Hochsicherheitszone Flugleitungszentrale ein Mensch, den niemand je gesehen hat, weder vor der Tragödie noch danach. Ich vermute, es war ein Gast von Kolomoyski. Nur Petrenko allein weiß, was für ein Mensch es war und was er dort getan hat. Aber niemand hat sie verhört. Sie musste dringend in den Urlaub. Ich schlage allen unseren Zuschauern vor, die persönliche Seite der Flugdienstberaterin Anna Petrenko in V-Kontakt zu besuchen. Sie werden ihre Liebe zum rechten Sektor erkennen, ihre Liebeserklärung an Kolomoyski, persönlich und so weiter. Das ist ihre Einstellung. Niemand hat sie auch bis jetzt verhört. Aber das ist ein Verstoß gegen die einfachsten Ermittlungsregeln, finde ich. So etwas gab es noch nie, genau. Als in Vnukovo, nicht so lange her, eine Tragödie mit dem französischen Flugzeug geschehen ist, gab es als allererstes Fragen an die Flugdienstberater. Sie wurden festgenommen, alle 4. Warum verhaftet?
damit sie nicht ihre eigene verlogene Version von dem, was mit dem französischen Flugzeug geschehen ist, entwerfen. Und damit sie keine gemeinsamen Sachen machen, ist doch klar. Logisch, als erstes die Fragen an den Flugdienstberater, was sonst? Aber Petrenko ist immer noch im Urlaub. Besser noch, wir haben in Borispol nach Dniepropetrovsk angerufen, den Flugberaterdienst. Und es gab ganz komische Ausreden von der Leitung dieses Dienstes. Zum Beispiel in Dniepropetrovsk hat man uns gesagt, dass eine solche Person bei Ihnen nicht arbeitet und Sie ganz und gar nicht kennen. Hier gibt es aber Ihre Dokumente. Nein, nein, wir wissen von nicht. Dann haben wir ein wenig kleinere Leute angerufen. Da gab es einen, der vielleicht gerade aus dem Urlaub zurück und nicht informiert war. Wir sagen, arbeitet bei Ihnen eine solche? Ja, sie arbeitet bei uns. Dann rufen wir erneut seinen Chef an und sagen, Ihr Mitarbeiter sowieso bestätigt, der selbst nicht informiert war. Bestätigt, dass sie bei Ihnen arbeitet. Schweigen. Dann, ich verstehe nicht, auf Ukrainisch aufgelegt, das war's. In diesem Fall zielte der Anschlag auf die Pilotenkabine. Das ist sehr typisch für eine Rakete, die aus dem Flugzeug geschossen wird. Aus einem Kampfflugzeug. Aus einem ukrainischen Kampfflugzeug, dessen Handlung von dem russischen Luftabwehrsystem fixiert wurde. Noch mehr, es ist klar, dass die Dekompression des Flugzeuges sofort aufgetreten ist. Einer der Fluggäste hatte die Sauerstoffmaske auf dem Gesicht. Nochmal, von diesen Körpern ist recht wenig übrig geblieben. Und trotzdem hatte einer der Fluggäste eine Sauerstoffmaske auf. Sie springen automatisch aus im Falle einer Dekompression. Und jetzt nochmal, gab es in der Welt etwas Ähnliches, dass die Flugdienstberaterin nach so einer Tragödie, einer Welttragödie, am nächsten Tag nach der Katastrophe dringend in Urlaub geht und dass ihr bis heute keine einzige Frage gestellt wurde? Ein Rätsel. Ich höre von dieser Frau zum ersten Mal. Ein zweites Rätsel. Wie konnte der Generalstab der Ukraine lügen, dass es am Himmel keine Su-25 gab? Es gab vier davon. Und das haben nicht nur russische, sondern auch europäische Überwachungsmittel gezeigt. Es gibt Fragen. Zweifellos gibt es Fragen. Die nächste Geschichte. Die Überreste der Boeing liegen nach wie vor auf dem Feld. Erst war es unmöglich, sich dem Ort der Tragödie zu nähern. Die Behörden von Kiew, ich erinnere, Poroschenko, der oberste Befehlsgeber, fingen schon am Abend dieses Tages den Beschuss dieses Territoriums an. Von Anfang an haben beide Premiers und der Vizepremier der Volksrepublik Donetsk über die Beschaffung einer humanitären Zone um den Ort des Flugzeugabsturzes geredet. Ehrlich gesagt war es für uns ungünstig, weil in der Nähe von Marinowka östlich davon eine Gruppe des Gegners eingekreist war. Wie viele sind dort? Circa 1,5000. Teilweise haben sie sich schon auf dem russischen Territorium ergeben. Erste 16 Leute haben sich ergeben. Sie haben sich ergeben. Also sie haben einfach die Grenze überschritten. Ja, ja, die Verwundeten. Haben sie politisches Asyl beantragt? So kann man es kaum formulieren. Russland hat sie aufgenommen. 16 Leute haben die Grenze überschritten. Das heißt, für uns war diese Operation ungünstig. Und dann stürzt westlich davon ein Flugzeug ab und wir verstehen, dass die humanitäre Zone höchstwahrscheinlich die eingekreiste Gruppe des Gegners erlaubt, uns über die humanitären Korridor zu entgehen, was für uns wegen der quantitativen Überlegenheit des Gegners äußerst ungünstig ist. Beide, Purgin und Borodoy, haben es laut gesagt, aber es liegt nicht einmal an unserer Regierung. Jedem vernünftigen Menschen ist klar, wenn sich schon in den Konflikt zwischen Ukraine und Novorossiya so eine Tragödie einmischt und die dritten Länder haben das Interesse und das Recht, die Wahrheit darüber zu erfahren, dann ist es offensichtlich, dass eine humanitäre Zone notwendig ist und man muss alle Bedingungen für die Arbeit der Experten schaffen. Wir wenden uns an Kiew und hören seit mehreren Tagen keine Antwort. Noch mehr spricht Kiew die Experten an, die nach Kiew gekommen sind. Zum gestrigen Tag gab es 81 davon. Warum? Können Sie das erklären? Als Poroschenko laut meiner Information über diese Tragödie erfahren hat, hat er sich in seinem Büro halb tot gesoffen. Wovor hat er Angst? Ich kann vermuten, dass er Angst vor einer Enthüllung hat. Die Experten sind also in Kiew, aber Poroschenko sagt ihnen, dass es gefährlich ist, dorthin zu fahren. Dort wird geschossen. Na klar wird geschossen, wenn die Strafkommandos mit ihren Operationen nicht aufhören. Aber die ausländischen Journalisten arbeiten, OSZE-Beobachter arbeiten, aber in keiner Beobachtungsmission. Überall auf der Welt gibt es spezielle Experten.
Für Lufttransport, für Pathologie, für Explosionstechnik, natürlich sollen sie kommen. Die OSZE-Beobachter überwachen, dass unsere Volkswehrmitglieder nichts klauen, nichts austauschen, nichts fälschen. Wir haben gleich in den ersten Tagen die Überwachung gesichert. Der Premier hat in der ersten Nacht gleich einen Stab für die Koordination zusammengerufen. Und weiter, es kamen 4 Experten aus der Ukraine, 12 aus Malaysia. Ich erinnere daran, dass 81 Leute immer noch in Kiew sitzen. Und wir erwarten die Experten von der internationalen Organisation, die das Ganze untersuchen soll. Aber am 4. Tag nach der Katastrophe fängt ein Angriff auf Donetsk an. Und das ist wirklich gefährlich, für die Experten zu kommen. Gefährlich? Das heißt, sie verbinden den Beschuss von Donetsk mit dem Wunsch, die Experten nicht aus Kiew herauszulassen? Ja, es war schon eher ein Trick. Der Beschuss von Donetsk und die Eskalation des Angriffes können durch 2 Sachen erklärt werden. Wovor hatte Poroschenko Angst? Dieselbe Frage. Das erste vor der Enthüllung. Das zweite Moment, warum der Militärangriff eskaliert. Noch vor der Enthüllung Novorossiya maximal zu würgen, auch wenn man nachher für das Flugzeug Verantwortung tragen muss. Noch zu schaffen, eine gute Fragestellung, noch zu schaffen, Novorossiya zu erwürgen, in 4 Tagen, am 21. Juli, Angriff auf Donetsk. Sie konnten nicht warten, die ukrainischen Strategen. Natürlich hat der Ausschuss sich nicht auf das Feld gewagt. Muss man ein wenig die Vorgeschichte kennen. Noch wurde die Boeing gar nicht abgeschossen. Als schon angekündigt wurde, dass die Volkswehr es getan ganz hat. Genau. Noch gar nicht geschafft, aber schon angekündigt. Witze hin oder her, Gennady Ivanovich. Aber es war tatsächlich ein ganz kräftiger Vorwurf. Aus jeder Ecke. Russland hat die Boeing abgeschossen. Russland, Putin. Dass es eine vorbereitete Operation war, ist jedem klar, selbst einem Kind. Nochmal, in einigen Minuten werden wir beweisen, zumindest stelle ich mir das als Autor dieser Arbeit vor, dass sie das Flugzeug von Wladimir Putin erwartet haben. Der Präsident von Russland ist nach Moskau zurückgekehrt, nach einer Konferenz in Südamerika. Und ich, Karulov, vermute, dass Kolomoyskyj eine falsche Information hatte, dass das Flugzeug von Putin in Rostow landen wird, wo Putin Militärübungen besucht. Natürlich. Das erste, es waren keine Militärübungen geplant. Putin ist nach Moskau geflogen, aber über Warschau haben sich die Routen der malaysischen Boeing und Flug Nummer 1 unseres Flugzeugs tatsächlich gekreuzt. Als sie Poroschenko berichtet haben, dass die malaysische Boeing abgeschossen wurde, hat er sich in seinem Büro eingesperrt und aus dem Büro mussten sie ihn schon tragen. Sie auf dem Feld arbeiten zu lassen, heißt, zu viel bekannt zu geben. Nicht zulassen und dann irgendwann zulassen. Das ist Moment. Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte der Weltkatastrophen bleibt das Flugzeug, die Reste der Boeing dort auf dem Feld herumliegen. Normalerweise gehört jedes abgestürzte Flugzeug seine Reste in spezielle Hallen gelagert. Immer wird alles, was geblieben ist, in der Form des Flugzeuges gelagert. Ja, wird in der Form des Flugzeuges mit allen Details gelagert. Es wird alles, was geblieben ist, bis zum letzten Quäntchen eingesammelt. In diesem Fall wurde es nicht getan. Noch mehr, 2 riesige Motoren der Boeing sind immer noch... Sie liegen immer noch herum? Ja, sie liegen herum. Am Ort der Katastrophe. Es hat sich herausgestellt, dass der Ausschuss sie nicht braucht. Wie kann es aber sein? So wurde die Tu-154, die neben Smolensk abgestürzt ist, an Bord der polnische Präsident ausgelegt. So wird immer Quäntchen für Quäntchen alles gesammelt. Jedes Detail kann noch der Ermittlung helfen. Das ist doch klar. Außerdem hätten sie die Erde durchsieben sollen. Am Ort der Katastrophe gehört die Erde durchsiebt. Zwecks Suche nach verletzenden Elementen. Ich denke, es passt jemand nicht. Dem internationalen Ausschuss? Ja. Aber wenn man nachdenkt, dem internationalen Ausschuss passt es nicht, die Katastrophe ordentlich zu ermitteln. Was passt ihnen denn? Nicht zu ermitteln? Andrei Viktorovich, ich habe 30 Jahre lang die Flugzeug und andere Motoren hergestellt. Es gab auch Unfälle und Katastrophen. Und haben Sie nur ein einziges Mal die Reste des Flugzeuges liegen lassen? Wir haben die Erde durchsiebt, um alle Beweise zu haben, um ein Modell der Katastrophe aufzubauen. Ja, um letztendlich festzustellen, warum es abgestürzt ist. Warum ist denn hier alles unter den Schnee gegangen? Der Winter hat schon angefangen. Weil hier einfach das Verschweigen erforderlich war. Meinen Sie denn, es versteht niemand in Europa, was... Stopp, das ist es gerade. Das versteht doch die ganze Welt. Wenn man nichts, aber gar nichts vorhat, denken Sie verstehen es wirklich nicht, wenn man uns sagt, ihr sollt ein Jahr lang warten, wenn es möglich ist, innerhalb einer Sekunde festzustellen, von welcher Rakete und wie das Flugzeug explodiert ist, in einer Sekunde. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Es ist möglich, eine Streichholzschachtel von oben zu sehen. Erklären Sie mir dann, wo... Jeder kann es gut sehen. Wo ist denn, Zorn ist nicht das genaue Wort dafür, wo sind die Fragen von allen Ländern, vor allem von Malaysia an den internationalen Ausschuss, der, ohne etwas zu untersuchen, mit dem auf dem Feld verlassenen Flugzeug und ohne jemand zu verhören, sagt, erst nach einem Jahr werden sie erfahren, was wir, der Ausschuss...
Falls der internationale Ausschuss engagiert ist, ist das ein Skandal. Vielleicht kommt noch ein Skandal, aber Ihre taktische Aufgabe haben Sie schon erfüllt. Indem Sie es um ein Jahr verschoben haben, sozusagen wartet ein Jahr, bis wir etwas sagen. Es liegt nicht nur daran, sondern daran, dass es gleich einen Einwurf in das Bewusstsein des europäischen, überhaupt des westlichen Bürgers gab, dass Russland schuld ist. Sofort, das haben Sie voll ausgenutzt und es bleibt für immer. Egal welche Untersuchungen nachher kommen, es ist im Bewusstsein des europäischen Bürgers eingeprägt.